Optimale Witterungsbedingungen am vergangenen Freitag im Naturbad Groß-Kühnau in Dessau-Roßlau. Die Anhaltische Hospizgesellschaft hatte zum Benefizsportfest geladen und genau 126 Kinder, Frauen und Männer kamen, um sich sportlich für einen guten Zweck zu engagieren. Wir haben hier heute das 6. Sportevent gefeiert. Die Anhaltische Hospizgesellschaft veranstaltet seit Beginn an das jährliche Sportevent. Da sind Interessierte, sportlich Aktive, die das Anhalt-Hospiz unterstützen mit ihrer Teilnahme an diesem Sportevent. Wir haben Sponsoren, die für jeden Teilnehmer 10 Euro spenden. Und damit tragen die Aktiven zu diesen 10% Spendenaufkommen bei, die das Anhalt-Hospiz jährlich zu den Kosten beitragen muss. Zwischen 50.000 und 60.000 Euro muss das Hospiz jährlich selbst aufbringen, um die 10% Eigenanteil, die zur Pflege sterbender Menschen gesetzlich aufzubringen sind, einzuhalten. Das Geld wird in derartigen Spendenaktionen und durch zahlreiche Ehrenamtliche generiert. Besonders froh ist Schneider über die Anzahl der Teilnehmer an dieser Aktion, denn pro Teilnehmer zahlen die Sponsoren 10 Euro. Letztendlich konnte Schneider 1.260 Euro in Empfang nehmen. Wir haben dieses Jahr einen Rekord von 126 Teilnehmern. Ganz herzlichen Dank nochmal von dieser Stelle. Wir waren in den letzten Jahren, hat sich das gesteigert, von ursprünglich einmal 50 Teilnehmern. In den letzten 2 Jahren hatten wir um die 100 Teilnehmer und in diesem Jahr mit 126 Teilnehmern einen Rekord. Hervorgegangen ist dieses Sportfest aus vielen vorangegangenen Aktionen. Später hat man sich entschlossen, diese Art der Freizeitbeschäftigung im Naturbad Groß-Kühnau fest zu etablieren und feierte bereits die 6. Auflage. Aus sportlicher Sicht war für jeden etwas dabei, ob nun Nordic Walking, Mountainbike fahren oder der Sprung in 20 Grad kühle Nass. Der Spaß und der persönliche Ehrgeiz standen weit oben auf der Liste. Dabei freut sich Dr. Anja Schneider ganz besonders auf das Wiedersehen mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Denn so selbstverständlich ist das nun mal nicht. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Teilnehmer sehe, die ich jedes Jahr wiedersehe, die einfach uns die Treue halten. Ich hatte gerade schon mit jemandem mich da unterhalten, wo ich auch sagte, das ist so dieses, dass die Menschen bei uns sind, dass sie an uns denken, dass unsere Gäste, die Menschen, die uns in Anspruch nehmen müssen, trotzdem Teil dieser Stadt bleiben, der Gesellschaft bleiben, dass sie nicht vergessen sind. Und das bekunden die Menschen, die immer wieder hierher kommen. Wir freuen uns natürlich auch über neue Teilnehmer, aber gerade auch die, die uns die Treue halten und jedes Jahr wiederkommen. Und vorhin schon gesagt, noch bis nächstes Jahr. Das ist einfach toll. Freue ich mich immer wieder. Alle, die sich nun fragen, ob es eine 7. Auflage dieser Aktion geben werde, können beruhigt sein. Dr. Schneider verriet, dass schon jetzt ein neuer Termin gesucht werde, denn wie eigentlich immer soll im nächsten Jahr schon vor den Sommerferien dieses Sporthighlight starten.